Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim Dragonborn. Ja, wir waren stehen geblieben, wie man vielleicht schon sieht, bei den Ricklingen hier, die ja die Metalle übernommen haben, die wir jetzt auch wieder übernommen haben. Und wir gucken jetzt einfach mal, was wir als nächstes machen. Das würde ich eigentlich auch noch gerne mal machen. Varona finden. Sie befinden sich vermutlich in der Nähe von Tell. Wie hieß das jetzt nochmal? Tell Mithrin. Genau. Das heißt, wir fangen am besten auch da mit der Suche an. Ist halt nur die Frage, wie gut wir die jetzt finden werden. Vielleicht kann ich hier auch nochmal mit den Leuten reden. Vielleicht können die mir dabei auch helfen. Das werden wir nachher wahrscheinlich sehen. So, Ladezeit mal wieder nervig wie immer leider. Vor allem, weil die Tipps sich jetzt schon zum 20.000. Mal wiederholt haben. So, hier schauen wir jetzt mal. Irgendwer wird mir doch hier bestimmt weiterhelfen können. So, vielleicht beim Tankmischer schon mal. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Selbstverständlich. Er übertreibt völlig. Habt ihr Varona gesehen? Sie ist vor Stunden nach Rabenfels aufgebrochen. Sie hat mir versprochen, frischen Blasenpilz mitzubringen. Interessant. Wo kann ich jetzt eigentlich nochmal eine Pfahlwurzel bekommen? Die sollte ich ja besorgen. Was glaubt ihr denn? Ihr müsst sie aus einem Zweigling herausschneiden. Manchmal erhält man sie auch bei einem Alchemisten. Höchst interessant. Was kannst du mir denn sonst noch über die Quellgewässer von Haastrad erzählen? Das ist ein ganz besonderer Ort für Zweiglinge. Sie scheinen sich gern dort zu versammeln. Irgendetwas im Wasser zieht sie an. Es könnten sich dort welche aufhalten, also seid vorsichtig. Dann wissen wir schon mal zu den Quellgewässern, muss Die ich. Fahrer mögen. Also gehe ich ja immer stark davon aus, dass wir da welche finden werden. Wo sind nochmal die Quellgewässer? Und das im Moment Varona, okay. Gut zu wissen. Auch wenn es unrealistisch ist, dass ich das jetzt sowieso weiß. Aber gut, wenn das Spiel es so will. Und dann auf geht's dahin. Oh, und da ist ein Schlickschreiter. Also erstmal auf dahin. Erstmal hier sozusagen Sightseeing. Ach ja. Das ist ein ziemlich kleines Exemplar, wie es aussieht. Ich entnehme eurem Gesichtsausdruck, dass ihr noch nie einen Schlickschreiter gesehen habt. Naja, noch Richtig? nie so ein klein, aber das kann gut sein. Was ist denn das? Das ist Stäubchen. Ich habe sie persönlich aufgezogen, seit sie eine Larve war. Kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Sie ist jetzt schon lange nicht mehr reisefähig. Ich habe versucht, sie freizulassen, aber sie will unbedingt hier bleiben. Wie habt ihr hier draußen überlebt? Wir schlagen uns durch, indem wir Handel mit den Einheimischen treiben. Ich bleibe hier und sorge dafür, dass sie in Frieden sterben kann. Das bin ich ihr schuldig. Ab und zu schaffen es Einheimische heraus, obwohl sie für gewöhnlich nur einen Blick auf Stäubchen werfen wollen. Es gibt kaum noch Schlickschreiter. Es ist schade, also diese Schlickschreiter. Was möchtet ihr wissen? Warum sind die denn jetzt so selten? Nach dem Ausbruch des Vulkans wurden die meisten getötet. Ich habe Stäubchen in einer kleinen Höhle in Wadenfell gefunden. Schlickschreiter-Kokons sind ziemlich hart. Und wofür wurden die eingesetzt? Hauptsächlich für den Transport von Waren und Personen. In Morrowind waren sie ziemlich verbreitet. Aber das ist schon lang her. Der Rückenschild eines Schlickschreiters ist so widerstandsfähig, dass er jedes Wetter aushält. Selbst die legendären Sandstürme der Molag-Amur-Region in Wartenfell haben angeblich kaum eine Macke hinterlassen. Natürlich ist das jetzt alles Asche. Nun gut. So, soweit müssen wir jetzt auch nicht mehr laufen hier. Und da kommen schon wieder mal ein paar Feuerbälle an. Ah, ich glaube, da oben sieht man. Sieht man auch schon, wo die Gute rumliegt.
So. Warum hat der eigentlich keine Waffe? Kannst du ja keine leisten, oder wie? Und Dreckklinge sind jetzt auch noch, meine Güte. Obwohl, die müssten ja eigentlich noch auf einer Seite sein. So, zack. Einmal durch mit dem Schwert. Sehr freundlich, diese Rückklinge. So, die ist wohl tot. Schade, schade. Aber man kann sich ändern. Und warum hat die keine Kleidung an? Ich will es, glaube ich, am besten gar nicht wissen. So, jetzt laufe ich wieder zurück oder ich schnellreise lieber zurück. Aber auf dem Weg gab es nicht so besonders interessante Sachen, die ich jetzt unbedingt mir nochmal angucken wollte. So, diesmal ging es mit der Ladezeit auch besser. Und dann müssen wir das jetzt Nelod berichten, nehme ich mal an. Damit der auch wieder weiß, dass er sich einen neuen Bediensteten suchen muss. Also nutzen wir die Schwebe nach oben. Hey, Nelod. Ich könnte jetzt wirklich einen Tee vertragen. Ja, was so den Tee angeht, da wird nichts raus, denn Varuna ist tot. Tot? Wie ärgerlich. Oh ja. Wie ist sie gestorben? Sah ganz nach einem Aschenbrutangriff aus. In letzter Zeit tauchen ja immer mehr von diesen Dingen auf. Dann werdet ihr mir wohl einen neuen Diener suchen müssen. Probiert es in Rabenfels. Dort verehren mich die Leute. Ich bin mir sicher, dass fast jeder gerne in meinen Diensten stehen würde. Die Redoran-Leute, die ja in Rabenfels leben, sollen jetzt einen Telvanni verehren. Klingt für mich auch nicht so besonders logisch. Aber egal, was für eine Art von Person stellt euch denn dabei vor? Hervorragende Frage. Sobald es sich herumspricht, wird es eine Menge Interessenten geben. Natürlich. Jemand mit genialem Verstand, robustem Körperbau und blindem Gehorsam wäre ideal. Oh, und die Person muss wissen, wie man Tee zubereitet. Ulves verwässert ihn immer. Natürlich. Glaubt ihr jetzt eigentlich, dass jemand hinter euch her ist, auch wenn ich gerade schon wieder nicht weiß, warum ich das fragen kann? Ich weiß es nicht, aber ich habe vor, es herauszufinden. Ich muss noch ein paar Nachforschungen anstellen, bevor ich Gewissheit habe. Nun gut, und kann ich euch bei eurer Forschung mal behilflich sein? Mir gehen die Herzsteine aus. Wenn ihr welche habt, nehme ich einen. Andernfalls könnte ich euch sagen, wo ihr welche findet. Rein zufällig habe ich gerade einen Herzstein bei mir. Hervorragend, den nehme ich. Hier, ein paar Septime für euch. So, hat der jetzt sonst noch mal eine Aufgabe irgendwie? Ne, was zu verkaufen hat er höchstens noch. Ich habe vielleicht ein paar Stäbe, wenn ihr euch für so etwas interessiert. Ach, gerade eigentlich nicht, Kollege. Beeilt euch damit, mir einen Diener zu finden. Ja, natürlich. Dafür müssten wir also zurück nach Rabenfels. Können wir aber eigentlich auch noch mal eben machen. Und da müssen wir auch noch das Getränk verteilen. Von dem ich gerade vergessen habe, wie es heißt. Wie hieß denn das? Was war das denn? Verdammt, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall irgend so ein typisches Morrowind-Kneipengetränk. Und ich könne die Kraft eines einzigen Findlings besitzen. Ja, das weiß ich auch schon. So. Hey, Buddy. So, erstmal ist die große Frage. Als könntet ihr auch außerhalb der Stadt bestehen. Würdet ihr mir vielleicht bei der Suche nach einem verlorenen Gegenstand helfen? Möchte nicht erstmal dieses schöne Getränk hier kosten. Oh, wie freundlich. Richtet Geld ist mein Dank aus, ja? Ja, vielleicht. Ihr sagtet, ihr hättet etwas verloren.
Vor ein paar Monaten habe ich einen wichtigen Folianten an den Buchladen erster Auflage in der Kaiserstadt geschickt, um ihn neu binden zu lassen. Vor kurzem haben sie ihn an mich zurückgeschickt, aber er kam nie an. War es auf einem Schiff? Ja, der Name war Schnelle Sturmböe oder so ähnlich. Das verdammte Ding ist direkt vor der Küste von Solzheim gesunken. Könnt ihr euch das vorstellen? Und woher wisst ihr das alles? Einer der Seemänner hat überlebt. Der arme Kerl hat sich auf Händen und Füßen bis nach Rabenfels geschleift. Bevor er starb, erzählte er der Redoran-Wache vom Wrack. Er warnte uns davor, dass es dort nur sofort Plünderern wimmeln würde. Ich werde versuchen, das Buch für euch zu finden. Danke sehr. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schmerzvoll es ist, solch ein wertvolles Erbstück zu verlieren. Mein Mann ist zweiter Ratsherr. Ich habe also durchaus die Mittel, euch für das Auffinden meines Folianten zu entlehnen. Ja, ja, daran zweifle ich überhaupt nicht. So. In der Mine gibt es viel zu. Ich könnte jetzt eben nochmal rasten, dann verteile ich hier noch ein bisschen Bier, suche jemanden, der als Diener arbeiten möchte. Und dann schauen wir mal weiter. So, 8 Uhr. Modin Velet, Hauptmann der Redoran-Wache. Zu euren Diensten. Ja, interessiert mich eigentlich nicht. Durch die Vernichtung der Aschenbrot ist die Art. Ich sollte ein wenig davon in meinen nächsten Trank mischen. Wer weiß, was dann passieren würde. Wer weiß das schon? So, was habt ihr eigentlich so zu verkaufen? Also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert. Vielleicht Pfahlwurzeln? Leider nein. Nun denn, möchtet ihr der neue Diener von Tel Mithrin werden? Nicht um alles in der Welt. Lieber schwimme ich zurück nach Windhelm. Dann viel Spaß dabei. Daran, ich habe reichlich eure Taten waren ein wahrer. Es ist immer ein Vergnügen, eine von Geldes neuen Mixturen zu kosten. So, 6 von 10. Möchtet ihr vielleicht der neue Diener von Tel Mithrin werden? Und meinen Hof verlassen? Nein, danke. Schaut vorbei, wenn ihr wieder Hunger habt. Ich habe immer reichlich Essen. Hier ist viel mehr los, seit sich das Blatt gewendet hat. Vielleicht bleibe ich doch noch ein Weilchen. Ja, hier Getränk möchte. Geld muss das in Flaschen füllen und auf dem Festland verkaufen, statt seine Zeit hier zu vergeuden. Seine Getränke sind hervorragend. Danke. Möchtest du vielleicht der neue Diener von Tel Mithrin werden? Seid nicht albern. Frag doch mal im. Vielleicht findet sich dort jemand, der verrückt oder betrunken genug dafür ist. Tja, womit kann ich dienen? Hier gibt's alles. So, dann in den spuckenden Netsch. Da gibt es hier bestimmt Leute, die verrückt genug sind. So, vielleicht Slitter. Ungrul verleiht keine Münzen an Fremdlinge. Sucht woanders. Teldrin Zero, Mietklinge. Wenn ihr das nötige Kleingeld habt, stehe ich zu Diensten. Nein, danke. Spuckende Netz, mein Herr. Hier gibt es traditionelle Dunkelelfenspeisen und Getränke. Geldes scheut weder Mühen noch Kosten. Apropos Getränke, Geldes hat was Neues. Geldes verbietet mir das Trinken, während ich im Netz arbeite. Das ist schade. Möchtet ihr denn vielleicht der neue Diener von Tel Mithrin werden? Und Rabenfels verlassen? Für immer? Um für einen verrückten Telvanni-Zauberer zu arbeiten? Na, vielleicht. Lasst mich nur noch meine Sachen holen. Aber wenn ich genauer darüber nachdenke, ist es nicht so wichtig. Ich kann mir neues Zeug besorgen. Ihr scheint mir jetzt überaus eifrig zu sein. Na gut, eifrig kann man es auch nennen. Nun, ich war noch nie jemand, der eine Gelegenheit verstreichen lässt. Tut mir leid, dass ich weg muss, aber meine neue Stelle ruft. Schön, schön. Hört sich an, als hättet ihr einen harten. So, gibt's hier noch irgendwie jemanden, dem ich was andrehen könnte? Wenigstens lässt mich mein Vater trinken, was ich will. Richtet Geld ist meinen Dank. So. Zwei Leuten würde ich jetzt eigentlich gerne nochmal ihr Getränk geben. Die haben das immerhin verdient. Wen hatte ich noch nicht? Hatte ich den Schmied hier schon? Hatte ich dich schon? Perfekt. Ich wollte gerade. Ich glaube, den hatte ich eigentlich schon. Danke, dass ihr mir den Weg erspart habt. Bringt mir eure Waffen. So, einen brauche ich jetzt noch. Ich kann ja zum Tempel gehen, die brauchen es vielleicht auch nochmal so was.
Oder die Wachen anreden. Aus dem Weg, Fremdling. Ja, die Waffen anreden ist immer eine schlechte Idee. Gucken wir nochmal im Tempel. Vielleicht nimmt da jetzt noch jemand mal was zu trinken an, dann haben wir die Quest auch mal erfüllt. Auch wenn das eigentlich eher eine recht langweilige Quest ist. Aber in der nächsten Folge, würde ich sagen, werden wir uns dann um die Hauptquest wieder ein bisschen mehr kümmern. So, hier sind wir auf jeden Fall nichts losgeworden. Los, ich brauche nur einen Abnehmer für dieses verdammte Getränk. Was ist mit den Leuten, die da am Schiff rumarbeiten? So mit dir zum Beispiel. Nein, möchte ich nicht. Na gut. Ich glaube, es ist gerade nicht so leicht, hier noch einen Abnehmer für das Getränk zu finden. Oder hatte ich euch beide schon? Mogrul hatte ich doch noch nicht. Hier, bitteschön, Junge. Nehmt diese Brühe und schüttet sie in einen Brunnen. Mogrul will aber auch nichts. Was so mit Slither? Slither. Wenn ihr ein Problem habt, sprecht mit ihm. Slither interessiert sich auch nicht dafür. Eure Taten waren ein wahrer Segen für uns, Serio. So, dich haben wir noch. Dann habe ich endlich meine Getränke ausgeliefert. Dank euch hat mir. Nein, das kann ich nicht. Bullshit könnte es. Lebt wohl, Freund. Es könnte einfach nur was zu trinken sein. Na gut. Was war mit dir? Euer Mit. An dem Tag, an dem ich einen Suyama von Geldes ausschlage, werden mir Flügel wachsen, mit denen ich von diesem Felsen fliege. Sehr gut. Jetzt habe ich natürlich die Kostproben verteilt. Jetzt gehen wir nochmal hier rein. Und sagen dem das auch. Vielleicht gibt es hier nochmal eine schöne Belohnung hier. Oder wir müssen noch mehr davon verteilen, aber das finde ich nicht so nett. So. Willkommen im spuckenden Netz. Hier gibt es den. Ja, den habe ich ja gerade verteilt. Jetzt muss ich nur noch warten, bis die Gäste hereinspazieren. Hier, euer versprochener Bonus. Dankeschön. 2000 Gold, die kann ich ja sowas von gebrauchen. Aber egal, ich würde sagen, in der nächsten Folge kümmern wir uns dann wieder mehr um die Hauptquest. Und ich hoffe auf jeden Fall, ihr seid dankbar mit dabei. Bis dann, euch einen schönen Tag und ciao.